Ich hoffe, euch geht's allen gut und heute bekommt ihr endlich mal wieder ein neues Video von mir. Und zwar bekommt ihr heute ein sehr, sehr angefragtes Video. Und zwar habe ich euch ja gefragt, ob ihr gerne eine aktuelle Haarroutine von mir sehen wollt. Und ihr habt alle mit Ja gestimmt und deswegen habe ich mir gedacht, bekommt ihr eben heute von mir meine Haarpflegeroutine für sehr kaputte und sehr, sehr strapazierte Haare. Ich habe eigentlich ausschließlich Drogerieprodukte, die ich für meine Haarpflege benutze und ich habe jetzt endlich eine Routine gefunden, wie ich meine Haare perfekt gepflegt kriege oder eine Routine, die mich glücklich macht mit meiner Haarpflege und das hat wirklich sehr, sehr, sehr lange gedauert. Falls ihr irgendwelche Tipps an mich habt in Sachen Haarshampoo oder Pflege, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin immer für alles offen. Nochmal kurz zu meinen Haaren. Ich habe vor circa 2 bis 3 Jahren eine leichte Blondierwäsche gehabt und das hat meine Haare so unfassbar kaputt gemacht. Ich würde euch einfach abraten, niemals eine Blondierwäsche zu machen oder eine Blondierung, wenn ihr sehr dünne und empfindliche Haare habt, weil das macht die Haare einfach unfassbar kaputt. Ihr kommt mit dem Pflegen überhaupt nicht hinterher. Ihr seht ja selber, so glanztechnisch und so ist jetzt nicht so viel. Ich finde, man merkt es einfach, wenn man die Haare anfasst, wenn eine Pflege den Haaren gut tut oder wenn eine Pflege den Haaren nicht gut tut. Und jetzt habe ich schon wieder viel zu viel geredet. Ich bin keine Friseurin oder so, also ich bin jetzt keine totale Expertin. Das ist jetzt so meine Erfahrung, die ich mit den Produkten gesammelt habe, die ich gerne mit euch teilen möchte. Das ist auch meine eigene Meinung, also ich habe sehr viele coole Produkte, möchte ich an der Stelle sagen. Die habe ich mir aber alle selber zugelegt und bin einfach der Meinung, dass sie richtig, richtig gut sind. Und ja, ich werde euch jetzt die Produkte zeigen. Ich habe schon wieder so viel geredet. Und wir starten jetzt einfach mit dem Video und los geht's. So, meine Lieben, und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit meinem ersten Schritt und den macht wahrscheinlich jeder. Und zwar geht es um Haarshampoo. Ich kann euch nämlich jetzt stellvertretend meine derzeitigen 2 Haarshampoos zeigen. Und zwar ist es einmal von Herbal Essences, das für koloriertes und getöntes Haar. Und ihr seht, ich habe dieses Haarshampoo schon, boah, ich kann heute nicht sprechen, das ist echt die Hitze. Ich habe dieses Haarshampoo schon sehr, sehr gut aufgebraucht. Es hat einen sehr, sehr angenehmen Geruch. Es reinigt die Haare richtig, richtig gut. Man fühlt sich richtig sauber irgendwie. Also die Haare fühlen sich unglaublich sauber an und die Haare lassen sich auch ohne Spülung sehr, sehr gut durchkämmen. Also ich bin ein großer, großer Fan von diesem Haarshampoo, muss aber sagen, diese moderneren Herbal Essences Produkte, also die in dieser dünnen, geschwungenen Form, die finde ich nicht so gut. Also da haben meine Haare sehr, sehr schnell das Fetten angefangen. Das tun sie bei diesem Produkt nicht. Ist ein sehr, sehr tolles Shampoo und kostet, ich glaube, nicht mal 3 Euro. Also bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Und ich mache es übrigens so, ich schäume mir nicht meine kompletten Haare ein, sondern ich schäume mir einfach nur meinen Haaransatz ein, weil wenn ihr das dann ausspült, geht es dann automatisch über die Spitzen und nimmt den ganzen Dreck in einem Schwung mit. Und ja, so viel zu diesem Haarshampoo. Ich habe aber auch noch von Ghoul das intensive Kräftigungsshampoo für kraftloses und feines Haar mit Bier. Da muss man jetzt keine Angst haben, dass man sich denkt, boah, das riecht jetzt wie Bier, weil das tut es nicht. Es riecht sehr, sehr... Ja, ich weiß nicht, wie ich den Geruch beschreiben soll, aber Bier riecht anders, aber es riecht trotzdem sehr, sehr gut und der Geruch bleibt auch in den Haaren. Ich finde jetzt aber allerdings nicht, muss ich ehrlich sagen, dass es meine Haare so richtig kräftig macht, also habe ich zumindest nicht so das Gefühl. Aber was ich sagen kann, ist, dass mir das Haarshampoo trotzdem gefällt. Meine Haare sind auch hier sehr, sehr weich, fühlen sich sehr, sehr sauber an. Ich muss es allerdings auch so ein bisschen länger testen, aber auch hier muss ich sagen, Ghoul verwendet keine Silikone, soweit ich weiß. Ich möchte euch natürlich jetzt nichts Falsches sagen, aber soweit ich weiß, sind da keine Silikone enthalten und bin ich auch sehr zufrieden mit. Und das sind jetzt so die 2 Haarshampoos, die ich derzeit immer so benutze, abwechselnd und bin wirklich, wirklich sehr zufrieden und glücklich damit. Kommen wir zum nächsten und zwar ist das die Spülung. Und zwar habe ich da nur noch ausschließlich Ghoul-Spülungen. Was mir persönlich bei Spülungen sehr, sehr wichtig ist, ist, dass sie dickflüssig sind. Dass sie nicht so dünnflüssig sind, sondern dass sie dickflüssig sind. Weil ansonsten habe ich das Gefühl, es pflegt meine Haare nicht ausreichend. Und hier ist es wirklich so, dass wenn du das in die Haare gibst, merkst du schon irgendwie diese Pflege. Und beim Ausspülen sind die Haare einfach so, so weich und glatt. Und du kommst wirklich mit den Fingerspitzen ohne Ziepen durch. Das ist der Wahnsinn. Also diese Spülungen sind der absolute Oberkracher. Sie machen die Haare unglaublich weich, unglaublich glänzend, also für meine Verhältnisse glänzend und sie lassen sich total gut durchkämmen und was wirklich richtig, richtig schön ist, ihr nehmt diesen angenehmen Geruch, den diese Spülungen haben, wahr. Also wenn ihr sehr, sehr trockene Haare habt, guckt euch unbedingt die Ghoul-Spülungen an. Ich bin so überzeugt davon. Ja.
Dann kommen wir schon zu meinem nächsten Schritt. Und zwar braucht das Haar ab und zu eine richtige Intensivkur. Und zwar habe ich von Gul die Tiefenaufbau-Intensiv-Butterkur. Und oh mein Gott, das ist die beste Kur, die ich je getestet habe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade glaubwürdig rüberkomme, aber die ist so genial. Ich habe wirklich schon so viele Haarkuren getestet. Habe jetzt erst zwei leer gemacht. Eine von Balea mit diesem Vanille-Kokos. Duft, glaube ich, ist das. Und eine auch etwas teurere von L'Oreal. Ich verlinke euch die einfach mal in die Infobox, also namentlich. Wenn ich sie bei Amazon finde, verlinke ich sie euch da. Allerdings muss ich sagen, war ich da jetzt gar nicht mal so zufrieden mit. Also die hat einfach viel größeren Pflegeeffekt. Die Haare sind danach so perfekt. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also man merkt wirklich, oh, irgendwie, man hat so einen Wow-Effekt mit dieser Kur. Ich bin so überzeugt von der und die ist gar nicht so teuer. Ich glaube, die kostet 3 oder 4 Euro. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr auf der Suche nach einer guten, gut intensiv pflegenden Kur seid, guckt euch unbedingt die an. Also das ist wirklich, das ist der Wahnsinn, was die mit den Haaren macht. Die sehen dann so gesund aus und oh, ich bin echt, das ist die allerbeste Kur auf dieser Welt und ich bin wirklich jemand, der sehr, sehr viel bei Haarprodukten rumprobiert. Aber bei der werde ich jetzt definitiv bleiben, weil die ist wirklich so gut. Also die pflegt die Haare. Das ist wow. Das ist wham. So, dann habe ich noch ein Produkt und das ist allerdings ein Internetprodukt. Also das müsstet ihr, soweit ich weiß, übers Internet bestellen. Zumindest habe ich über Amazon bestellt. Und zwar ist das Vatika Coconut Hair Oil. Und zwar habe ich das jeden zweiten oder jeden dritten Tag, je nachdem wie ich Zeit hatte, in meine Kopfhaut einmassiert. Allerdings dürft ihr euch bei diesem Produkt nicht wundern, denn es ist wirklich relativ, was heißt relativ? Es ist dickflüssig, also man kann jetzt nicht schütteln, weil es ist nicht flüssig. Aber das kennen wir ja, also bei Kokosnussöl und so, dass das normalerweise fest ist und erst bei Zimmertemperatur so ein bisschen aufweicht. Ich mache das bei dem Öl immer so, dass ich es ins heiße Wasserbad lege und dann tut es sich mit der Zeit eben auflösen und dann gebe ich mir einfach was auf die Handflächen und dann massiere ich es 5 Minuten in meine Kopfhaut ein und danach solltet ihr es so circa 4 bis 5 Stunden einwirken lassen. Ideal wäre es, wenn ihr das über Nacht einwirken lasst, aber das habe ich nie gemacht, weil das stelle ich mir einfach unfassbar eklig vor, wenn du so richtigen, fettigen Ansatz hast und dich dann da in dein Bett legst und in dein Kopfkissen und auch wenn man dann eine Haube auf hat, das ist einfach eine Sache, das will ich nicht. Ich mag in meinem Bett sauber liegen und mit so Öl in den Haaren so richtig triefen, das ist jetzt nicht so sauber. Deswegen mache ich das dann oft immer nachmittags, wenn ich mal den Nachmittag Zeit habe, massiere ich das gut ein, lasse es einwirken und danach tue ich es mir ganz normal einfach mit dem Haarshampoo auswaschen. Sinn von diesem Ganzen ist, dass der Haarwachstum angeregt werden soll. Und ich finde auch, ich weiß nicht, ob es Einbildung war, ich will euch natürlich nichts Falsches sagen, aber ich finde, dass meine Haare wirklich ein Stückchen schneller gewachsen sind. Und ich habe es auch immer so gemacht, dass ich mir ab und zu auch was in die Haarkur mit reingemischt habe. Also das gibt dann auch nochmal mehr so einen Pflegekick. Und ist ein sehr, sehr tolles Produkt und kann ich euch nur empfehlen, falls ihr mal Lust habt, was Neues oder so auszuprobieren. Und Und mein letztes Pflegeprodukt für heute. Und dann sind wir auch schon fertig mit meiner derzeitigen Haarpflegeroutine ist von The Body Shop das Glossing Serum. Und dieses Serum benutze ich jetzt auch wirklich schon sehr, sehr lange. Ich glaube über ein Jahr und es hält sich auch wirklich schon sehr, sehr lange. Und es hat einen super, super angenehmen Geruch. Also es riecht so ein bisschen nach Weintrauben. Dieses Produkt, finde ich, pflegt die Haare super, super schön. Gibt einen wirklich sehr schönen und gesunden Glanz. Kriegt ihr online über The Body Shop für circa, ich glaube, 12 oder 13 Euro. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Öl-Glossing-Serum und ich möchte unbedingt von The Body Shop dieses Kokosnussöl. Wir haben nämlich ein Pflegeöl, was nach Kokosnuss riecht. Das möchte ich unbedingt ausprobieren, wenn das hier leer ist, weil das ist ohne Silikone. Wie es jetzt bei dem mit Silikon aussieht, weiß ich nicht. Ich kann das ja mal googeln und euch dann vielleicht in die Infobox schreiben. Weiß ich nicht, ob ich daran denke. Ich hoffe es natürlich. Vielleicht wisst ihr das ja. Also da weiß ich leider nicht, ob Silikone drin sind, aber okay. So, meine Lieben, das waren jetzt alle Haarpflegeprodukte, die ich derzeit für meine Haare benutze. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne eure Tipps geben, eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben mit gewissen Produkten. Vielleicht wart ihr ja auch mit teuren Produkten nicht so zufrieden und könnt mir oder anderen damit vielleicht weiterhelfen, die das vielleicht gerne ausprobieren wollen. Und ansonsten, ich freue mich immer riesig über eure Kommentare, über euer Feedback und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und danke fürs Dranbleiben, fürs Einschalten und fürs Anschauen dieses Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, bleibt unbedingt gesund.
genießt dieses schöne Wetter und ansonsten alle weiteren Infos findet ihr in der Infobox, heißt mein Instagram-Profil und das war's eigentlich schon. Mein letztes Video und, das ist übrigens mein Gran Canaria Lookbook. Schaut, der Stuhl hat schon wieder gewackelt. So mein Sommer-Lookbook für dieses Jahr. Ich habe mir da wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, wie gesagt, in der Infobox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich immer im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles Liebe und tschüss!